Hallo und willkommen bei Let's Play The Hunter. Ah, wo laufe ich denn hin? Da hoch wollen wir. So, heute sind wir auf der Loggers Point unterwegs. Und zwar habe ich dort eine Mission. Ich soll einen Weißwedelhirsch von mindestens 83 Meter ungefähr Entfernung mit der 270er Winchester erschießen. Daher haben wir heute die 270er Winchester auch als unsere Slot 1 Waffe dabei. Des Weiteren habt ihr gesehen, haben wir mal einen Revolver, den 44er, eingepackt. Mit dem dürfen wir so ziemlich alles außer Waldkaninchen und Fasanen auf dieser Map schießen, falls wir eben in die Gelegenheit kommen. Ansonsten habe ich auch im Inventar, im Rucksack noch den Bogen dabei, könnte den benutzen. So, jetzt sind wir weit genug gelaufen. Jetzt mal wieder Ruhe hier. Ja, den Bogen dabei, habe die Schrotflinte dabei mit Vogelschrot für Fasanen und Waldkaninchen. Hab aber auch mir ein Päckchen Rehposten mal noch eingepackt für eben gegebenenfalls Kojote oder auch einen Hirsch aus näherer Entfernung. Wobei ich da dann doch eher dann in die Richtung tendiere, dass ich dann den Bogen oder den Revolver nutze. Ja, Revolver muss ich gerade noch mal schnell auf meine schlaue Liste gucken. Doch, den darf ich auch mit dem 44er. Ist natürlich recht großes Kaliber. Also da müssten wir dann damit rechnen, dass der Erhaltungszustand ziemlich schlecht aussieht. Aber es wäre noch weitmännig. Ja. Schauen wir mal. Wir sind heute mal ein bisschen früher gestartet. Wir sehen auch, hier ist noch so ein leichter Morgennebel auf der Map. Wir sind um 7 Uhr schon gestartet in-game. Und ja, schauen wir mal, wie viel Glück wir heute haben. Da hören wir auch schon Maultierhirsch weiblich. Gut, ich brauche einen männlichen Maultierhirsch. Aber man weiß ja nicht, vielleicht ist dort ein männlicher in der Nähe, deswegen werden wir da mal schauen. Oh, wir markieren uns mal so ungefähr, wo dieser Ruf herkam. Ah, okay, wissen jetzt, es ist noch etwas rechts unterhalb unserem Punkt. Ich hätte den jetzt natürlich auch noch weiter markieren können, aber die Anzeige, wo so ein Geräusch herkommt, ist natürlich generell auch etwas ungenau. Wird von Level zu Level natürlich besser. Ah, komme ich hier irgendwo rum? Nee. Aber ich komme zumindest hier hoch. Das ist ja dann auch schon mal was. Hier oben habe ich doch bestimmt einen guten Ausblick und kann mir jede Menge Nebel angucken. Hurra! So, da drüben. Und da sehen wir viel Nebel, aber bis jetzt konnte ich da noch kein Maultierhirschweibchen sichten. Ja, das ist natürlich schade. Probieren wir es mal mit Rufen. Vielleicht kommt sie näher, dass wir sie dann ins Sichtfeld bekommen. Ja, rufen wir sicherheitshalber zweimal, falls sie einmal nicht gehört hat. Wir kennen das ja, bei Frauen müssen wir öfter mal was... Ah, da kommt auch schon was. Da müssen wir öfter mal was zweimal sagen. Gut, die Entfernung, sehen wir, würde so passen, aber ist natürlich ein Weibchen und wir müssen für die Mission ein Männchen schießen. Deswegen, wir schauen mal. Ja, wenn sie noch ein klein bisschen näher kommt, könnten wir sie mit dem Revolver schießen. Dann hätten wir auch mit dem Revolver mal wieder einen
erfolgreichen Abschuss. Den 44er habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Habe sonst öfter den 357er mit. Den allerdings jetzt auch schon mehrere Tage nicht mehr genutzt. Ja, ein Stückchen näher darfst du ruhig noch kommen. So. Mal kurz auf uns aufmerksam machen, damit sie das Interesse nicht verliert. Aber 70 Meter müsste eigentlich sogar schon gehen. Wir müssen aber mal schauen, wie sieht das durch das Visier aus. Doch, da kann man. Ich hoffe, ihr erkennt das auch noch. Aber sie kommt auch noch ein Stück näher. Dann warten wir doch auch noch einen Moment. Nehmen auch wieder das Fernglas. Da seht ihr vermutlich besser. Gut, jetzt wo sie stehen bleibt. Und da ist sie umgefallen. Gut, also gehen wir in diesem Part auch nicht mit leeren Händen nach Hause. Ja, die Hälfte vom Part schon wieder rum, aber wir haben unseren ersten Abschuss. So. Und da sehen wir jetzt, inzwischen war unser Punkt dann doch gar nicht so schlecht. Da waren jetzt die letzten Kreise dann doch drin. Da haben wir quasi markiert, wo sie hinzieht. So, dann schauen wir mal. Ja, vor ein paar Parts habe ich auch mal gefragt, was ihr denn vielleicht sonst noch so an Tieren gerne mal sehen würdet. Hier hat auch der Flying Fusion mal wieder geantwortet, hat gesagt, ja, so zur Weihnachtszeit Rentiere, da muss ich jetzt selber sagen, finde ich jetzt nicht so toll die Idee. So, da liegt sie. Ja, ich muss mir. Oh, schöner Herzschuss. Sehr schön. Und sogar 100% Erhaltungszustand. Also klar, Score haben wir natürlich keinen. Es war ein Weibchen, aber ansonsten sehr schöner Schuss. Das freut mich und damit haben wir auch mal wieder einen erfolgreichen Abschuss auf unserem Revolver drauf. Ja, also Rentiere jetzt zur Weihnachtszeit. Ich meine, klar, gibt es welche, die da auf der auf der Wintermap quasi ja unterwegs sind. Und da die dort zuhauf natürlich vorkommen, die auch schießen, aber ja, ich glaube, als Video muss das jetzt nicht unbedingt sein. Da können wir doch vielleicht warten bis nach Weihnachten. Inzwischen haben wir ja in der Regel doch auch eher im Januar und Februar Schnee als im Dezember und von dem her passt da die Schneemap natürlich dann trotzdem auch noch gut. So, ich verlasse hier mal den Weg und gehe jetzt mal ein bisschen querfeldein. Ja, und dann habe ich noch gelesen heute Morgen jemand, Kojote oder Wildschwein. Also Wildschwein haben wir jetzt auf der Map hier nicht. Ich denke auch mal, dass ich auf der Map wieder so 3 bis 4 Parts aufnehmen werde. Ich denke mal, so nach spätestens 4 Parts ist es für euch auch wieder interessant, mal wieder einen Map-Wechsel zu sehen. Vielleicht werde ich mir zwischen den Parts, das wollte ich sagen, zwischen den Parts ein bisschen ohne Aufnahme, also offscreen ein bisschen weiterziehen, so dass ich vielleicht so eben auch ein bisschen mehr von der Map zeigen kann. Kojote gibt es auf dieser Map vielleicht. Kriegen wir ja einen vor die Flinte, beziehungsweise, ja doch vor die Flinte, mit Vogelschrot, mit Rehposten, huiuiuiui. Mit Rehposten oder eben können wir auch mit der 270er Winchester schießen. Könnten sie auch mit dem Revolver schießen, also da wären wir sehr, sehr offen. Wildschweine gibt es auf dieser Map nicht. Hier gibt es diese Razorback, diese verwilderten Schweine. Ich weiß nicht, ob sich derjenige, ich weiß gar nicht, irgendwann,
Nee, ich komme nicht mehr auf den Namen. Ne? Ich hätte mir doch notieren müssen. Ja, ich weiß nicht, ob der sich damit dann eben auch zufrieden geben würde. Ansonsten Wildschweine gibt es dann auf der Hirschfelden. Da werden wir mit Sicherheit auch mal jagen. Aber jetzt heute hat es mich mehr in Richtung dieser Mission mal gezogen. Also ich habe generell immer alle Missionen aktiviert, die gehen. Und aber gelegentlich picke ich mir dann mal eine raus und schau mal, ob ich nicht die vielleicht mir ein bisschen erzwingen kann und den Rest eben, den man dann zufällig natürlich erfüllt, ist natürlich auch was Schönes. So, und der erste Part ist hiermit schon wieder zu Ende. Ich denke, ich werde hier jetzt auch mal ein Stück offscreen weitergehen, bis wir zumindest mal wieder eine Spur oder ein akustisches Signal haben und melde mich dann im nächsten Part bei euch wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, lasst mir gerne Likes und einen Kommentar oder einen Kommentar, wie auch immer. Oh, da haben wir ein verwildertes Schwein, Weibchen. Weibchen gibt bei den Schweinen auch einen Score. Ja, dann haben wir doch schon was fürs nächste Part. Werden wir das Schweinchen finden? Oh, da waren wir noch ein bisschen zu kurz mit unserem Punkt. Ja, das passt so als groben Anhaltspunkt. Ja, da haben wir doch einen schönen Cliffhanger. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.